Ihr hört den Anfang aus Fading Hate von Kim Valentine. Hinweis: Bei Fading Hate handelt es sich um eine überarbeitete Neuauflage des 2018 erschienenen Romans Wounded Black Heart, der inzwischen nicht mehr im Handel erhältlich ist. Zum Buch: Das Leben schert sich nicht um deine Pläne. Nach einer zweijährigen Haftstrafe, zu der Matt zu Unrecht verurteilt wurde, sinnt er auf Rache. Aber um die Person, die für seine Verurteilung verantwortlich ist, zur Rechenschaft zu ziehen, braucht er Geld. In einem berüchtigten Nachtclub rückt sein Ziel schnell in greifbare Nähe. Doch dann trifft er Ari. Auch sie muss schleunigst an Geld kommen. Allerdings macht sie sich in ihrem neuen Job als Stripperin nicht nur Freunde. Die Beziehung der beiden wird bald auf eine harte Probe gestellt und Matt muss sich entscheiden. Was ist wichtiger? Rache? Oder Liebe. Ari. Post. Ich stand hinter der spitzen Gardine und beobachtete mit klopfendem Herzen den Briefträger, der die Straße entlang lief. Wie jeden Tag hoffte ich, er würde an meinem Haus vorbeigehen, ohne einen seiner Unheilsbringer in den Briefkasten zu stecken, doch er tat mir den Gefallen nicht. Ich sah, wie er die Anschrift kontrollierte, ehe er die Post in den Briefkasten steckte. Pflichtbewusst klappte er die rote Fahne nach oben, bevor er weiterging. Mist, das waren bestimmt 4 Briefe gewesen. Mein Puls raste und mein Magen befand sich mindestens 2 Stockwerke tiefer als gewöhnlich, während ich meine verkrampften Finger aus dem Stoff der Gardine löste. Mit geschlossenen Augen bat ich in einem Stoßgebet darum, dass dort draußen kein Brief von der Bank of Evansville auf mich wartete und noch ein paar Tage Zeit hätte. Dennoch war mir klar, dass ich das Schreiben, vor dem ich mich so fürchtete, nur mit Gebeten, auch wenn sie noch so inbrünstig waren, nicht verhindern konnte. Es war unmöglich, den ausstehenden Betrag innerhalb der nächsten Tage oder besser gesagt vor dem Eintreffen der Zahlungsaufforderung zu begleichen. Dazu war die ausstehende Summe inzwischen viel zu hoch. Aber falls das Schreiben heute nicht gekommen war, konnte ich einen weiteren Tag auf Wunder hoffen. Möglicherweise fand ich einen Topf Gold oder wachte morgen in den Armen eines hinreißenden Milliardärs auf, der sich über Nacht um meine finanzielle Misere gekümmert hatte. Allerdings hatte mir das Leben in den letzten Jahren dermaßen übel mitgespielt, dass ich die Hoffnung auf ein Wunder längst aufgegeben hatte. In 3 Tagen bekam ich meinen Lohn von Mr. Miller und war imstande, einen Teil der offenen Forderung zu begleichen. Das sollte die Bank ein wenig besänftigen. Zumindest hoffte ich das, denn schließlich wusste ich, dass ich mit der Rückzahlung in Verzug war. Doch mehr als arbeiten konnte ich nicht. Ehe ich mich in die Abwärtsspirale reißen ließ, atmete ich tief durch und zwang mich, positiv zu denken. Vielleicht machte ich mich umsonst verrückt. Selbst eine Miss Tramp, meine inzwischen so verhasste Bankberaterin, brauchte irgendwann Urlaub. Möglicherweise musste ich mich heute vor dem, was der Briefträger gebracht hat, überhaupt nicht fürchten. Trotzdem waren meine Hände feucht und ich hatte ein seltsames, flaues Gefühl im Magen, als ich das Haus verließ und auf den Briefkasten zuging. Schweiß stand auf meiner Stirn und ich knetete meine Finger, um mich zu beruhigen. Ich fühlte mich, als würde ich meinen letzten Gang gehen. Der kleine Funke Hoffnung, den ich noch besessen hatte, erlosch prompt, als ich den Deckel herunterklappte und mir auf dem ersten Kuvert das Logo der Bank of Evansville ins Auge sprang. Verdammt! Das flaue Gefühl verwandelte sich innerhalb eines Wimpernschlages in eine ausgewachsene Übelkeit und ich musste gleichzeitig gegen meinen aufsteigenden Mageninhalt und meine Tränen kämpfen. Auch ohne hineingesehen zu haben, wusste ich ganz genau, was in dem Brief stand. Trotzdem fürchtete ich mich vor dessen Inhalt, denn dann würde sich die böse Vorahnung in etwas verwandeln, das nicht nur meiner Angst entsprang, sondern schwarz auf weiß nachzulesen war. Meine schlimmste Furcht würde Realität werden und das war eines der schrecklichsten Gefühle für mich. Letzte Zahlungsaufforderung: Begleichen Sie den fälligen Gesamtbetrag binnen 5 Tagen oder die Bank of Evansville macht von Ihrem Zwangsversteigerungsrecht Gebrauch. Das würde mich dort erwarten. Bereits vor einem halben Jahr war ich in einer ähnlichen Situation gewesen und hatte den Kopf aus der Schlinge ziehen können, indem ich einigen Schmuck versetzt hatte. Bis auf eine Halskette meiner Mom und Grandmas Ehering
hatte ich inzwischen alles zu Geld gemacht, was ich an Wertgegenständen besaß. Nun hatte ich nichts mehr, das mich auf die Schnelle retten konnte. Der Job bei Mr. Miller im Supermarkt warf nicht genug ab, sodass er mir mindestens 4 Löhne zahlen müsste, damit ich die Forderung begleichen konnte. Mit etwas gutem Zureden würde er mir den Vorschuss sogar geben, aber von was sollte ich dann nächsten Monat leben und übernächsten und dem danach? Rasch nahm ich den unheilvollen Brief zusammen mit den anderen heraus und eilte ins Haus zurück. Ich klatschte die ungeöffneten Kuverte auf den Esstisch in der Küche und schlug die Hände vors Gesicht. Um meine Übelkeit loszuwerden und einen klaren Kopf zu bekommen, zwang ich mich, ruhig durch die Nase ein- und auszuatmen. Ich hatte gewusst, dass es schwer werden würde, die Hypothek zu bedienen. Bisher hatte ich mich eigentlich auch gut geschlagen. Hätte die Bank bei der Neuverhandlung der Darlehensbedingungen nicht plötzlich den Zinssatz erhöht, was dafür gesorgt hatte, dass der monatlich fällige Betrag angestiegen war, hätte ich es sicher geschafft, die Fristen einzuhalten. Warum hatte ich bloß spekuliert und gedacht, dass die Zinssätze fallen würden? Weshalb hatte ich mich nicht auf die langfristige Zinsbindung eingelassen? Verdammt! Tränen der Verzweiflung wegen meiner Ohnmacht und Wut über meine Dummheit schossen mir in die Augen. Mit Heulen würde ich die ausstehenden 3000 Dollar allerdings nicht herzaubern können. Ich nahm die Hände herunter und blinzelte die Tränen weg. Mir musste schleunigst etwas einfallen. Nach einigen Grübeleien erkannte ich, dass ich 2 Möglichkeiten hatte. Ich benötigte einen 2. Job oder eben einen besser bezahlten. Doch um den zu finden, brauchte ich Zugang zum Internet, den ich hier nicht hatte. Mr. Chadwick, mein Nachbar, würde mir also wieder mal aus der Klemme helfen müssen. Ich atmete tief durch, ging zum Wohnzimmerfenster und blickte zu dem gepflegten Haus, das meinem gegenüber lag. Mr. Chadwicks Wagen stand in der Auffahrt. Ein sicheres Zeichen, dass er zu Hause war. Ehe mich die Verzweiflung über meine katastrophale finanzielle Lage vollkommen lähmte, lief ich hinüber und klopfte an die Tür. »Hallo, Ari, lass mich raten. Du möchtest meinen Computer.« Die Lachfalten der Mr. Chadwicks Augenwinkeln vertieften sich, als ich nickte. »Du kennst den Weg«, meinte er und trat zur Seite. »Und das Passwort«, erwidere ich und versuchte mich in einem Lächeln, das vermutlich gründlich misslang. Ich kam fast jede Woche her, um im Internet etwas nachzusehen, sodass sich mein Nachbar nicht mehr die Mühe machte, den Computer für mich zu starten. Stattdessen verzog Mr. Chadwick sich in die Küche und ließ mich in seinem Arbeitszimmer allein. Rasch öffnete ich den Browser einer Suchmaschine und begann mit der Jobsuche. Weil ich mich nach der Highschool um meine kranke Mutter gekümmert hatte, hatte ich keine Ausbildung, was die in Frage kommenden Tätigkeiten stark einschränkte. Ungelernte Kräfte verdienten meist nur den Mindestlohn und mit dem würde ich mich und das Haus, in dem ich aufgewachsen war, nicht retten können. Nach einer halben Stunde wusste ich, dass alles, was genug Geld einbringen würde, entweder illegal war oder etwas mit meinem Körper und gewissen Dienstleistungen zu tun hatte. Ich klickte auf das Fenster, das ich vorhin nur verkleinert hatte, und starrte auf das geschmacksvolle Logo, das perfekt mit der stilvollen Aufmachung der Seite harmonierte. Unter Kontakt wurde eine Telefonnummer angezeigt. Minutenlang sah ich auf die Ziffern. Ein Anruf konnte meine Rettung sein, doch der Zweifel nagte an mir. Vor meinem geistigen Auge tauchte der Brief der Bank auf, der sich wie eine Gewitterwolke im Raum festsetzte. Scheiße! Mir blieb keine andere Wahl. Das dort war das Einzige, das mich retten würde und das ich vor mir vertreten konnte, wenn ich meine Moral sehr weit beugte. Mit zitternden Fingern griff ich nach einem Stift, riss ein Blatt vom Notizblock und notierte mir die Nummer. Ich konnte mir das Angebot wenigstens anhören. Falls es absolut nicht in Frage kam, hatte ich immer noch die Möglichkeit, nach einer anderen Lösung zu suchen. Matt, Herr über Friteusenfett. Bereits an Websters Blick erkannte ich, dass ich meine Zeit verschwendete. Wieder einmal. Tja, es tut mir leid, Mr. Norris. Lügner, dir tut es sowas von gar nicht leid. Mit einem Seufzen streckte ich die Hand aus und nahm den Umschlag mit meinen Papieren entgegen, den mir Webster zitternd über den Schreibtisch reichte. Schon in Ordnung, erwiderte ich gelassen. Wow, ich hatte wirklich freundlich geklungen. Was das Lügen anging, war ich meinem Gegenüber um Längen voraus.
Bitte verstehen Sie mich, Mr. Norris. Einen verurteilten Straftäter kann ich bedauerlicherweise nicht an der Kasse lassen. Die Vorschriften der Bezirksleitung geben mir da keinerlei Handlungsspielraum, sagte er und legte die Spitzen seiner Finger aneinander. Ich verkniff mir ein verächtliches Schnauben, obwohl ich mir sicher war, dass nirgendwo stand, das Einstellen von ehemaligen Häftlingen, selbst wenn sie seit einer Entlassung nicht mehr mit dem Gesetz in Berührung gekommen sind, ist verboten. Ich zog die Mundwinkel zu einem kurzen Grinsen in die Höhe, womit ich überspielte, wie sehr mich diese erneute Absage ankotzte. »Schon in Ordnung, Mr. Webber«, erwiderte ich betont unbekümmert, woraufhin Webster schluckte, sich jedoch sparte, mich wegen des falschen Namens zu korrigieren. »Was für ein rückgratloser Mann«, dachte ich und glaubte, einen Anflug von Enttäuschung auf seiner Miene zu sehen. Hatte der Typ womöglich geglaubt, ich würde betteln, dass ich ihn etwas von hungrigen Mäulern, die es zu stopfen galt, oder dubiosen Geldeintreibern erzählte? Das konnte er vergessen. Ich bettelte nicht. Niemals. Und schon gar nicht bei einem Kerl wie ihm. Bereits als ich das Büro betreten hatte, hatte ich erkannt, dass er exakt der Typ war, der früher auf dem Pausenhof verprügelt worden war und sein Taschengeld dabei an die Schulschläger verloren hatte. Nun hat er endlich einen Fingerhut voll Macht, selbst wenn es nur über ein heruntergekommenes Fastfood-Restaurant war. Dummerweise sah ich aus wie ein Typ, von dem sich der kleine Webster damals vermutlich stets in die Hose gemacht hatte. Was für ein oberflächlicher Mistkerl. Durch eine Lederjacke und ein paar Tattoos wurde der Mensch noch lange nicht zu einem Schläger. Ich sparte mir jedoch die Energie, Webster dem Herrn über Hamburger Gurken und Fritteusenfett zu erklären, dass ich seit meiner Haftstrafe wegen Drogenbesitzes nicht mal mehr ein Knöllchen kassiert hatte. Nach 2 Dutzend Absagen innerhalb einer Woche wusste ich zudem, wann der Punkt erreicht war und ich meinen Atem nur vergeudete. Die Worte »Bitte« oder »Es tut mir leid« benutzte ich nur noch meinen Eltern gegenüber. Aber meine Besuche in Carmine seit meinem Umzug nach Gravel ließen sich an einer Hand abzählen. Genau genommen genügten 2 Finger. Obwohl Mom und Dad wussten, dass es damals nicht meine Drogen gewesen waren, die mich schließlich in den Knast gebracht hatten, betrachteten sie mich seit dieser Sache mit anderen Augen. Immer, wenn sie glaubten, ich würde es nicht bemerken, warfen sie sich gegenseitig besorgte Blicke zu und das ertrug ich nicht. Ich verstand ihre Sorge. Sie wussten, dass durch Ambers Verrat, den darauffolgenden Prozess und den Gefängnisaufenthalt ihr fröhlicher, unbeschwerter Sohn, der schon fast das Ticket zu den Olympischen Spielen gelost hatte, unwiederbringlich verloren war. Ein Abend hatte genügt, um den Ned, der ich einst gewesen war, zu zerstören, und Mom und Dad hatten mit ansehen müssen, wie ich Stück für Stück zerbrochen war. Welche Eltern hätten sich in dieser Situation keine Sorgen gemacht. Ich war zu einem Fremden für sie geworden und ich tat bedauerlicherweise kaum etwas, um das zu ändern. Eigentlich hatte ich angenommen, Carmis Einwohner würden überdenken, nachdem dieser wahnsinnig gerissene Anwalt, den mir irgendeine Organisation verschafft hat, einige Verfahrensfehler aufgedeckt und ein paar angeblich stichhaltige Beweise entkraftet hatte, was letztendlich für meine vorzeitige Entlassung gesorgt hatte. Carmis Klatschtanten, der Strickclub und die Frauen, die es sich auf die Fahne geschrieben hatten, jedes öffentliche Gebäude der Stadt mit einem üppigen Blumenmeer zu verzieren, sahen das anders. Sie hielten es für unmöglich, dass die brave, süße Amber so ein Teufelszeug wie Drogen auch nur anfassen würde. Bei dem Gedanken daran musste ich ein hämisches Lächeln unterdrücken. Am liebsten hätte ich ihnen ins Gesicht gebrüllt, dass Amber ein Miststück war, in der bereits mehr Schwänze gesteckt hatten, als die Sonntagsmesse für gewöhnlich Besucher hatte. Doch schon damals hatte ich gewusst, wann ich mir die Mühe sparen konnte, etwas zu erklären, das mein Gegenüber gar nicht hören wollte. Mit Webster verhielt es sich wie mit Carmis Klatschweibern. Ruckartig stand ich auf, wobei die Stuhlbeine jaulend über den Linoleumboden kratzten. Webster zuckte zusammen und der Waschlappen tat mir fast ein wenig leid. Aber nur fast. Wer sich hinter irgendwelchen nicht existierenden Vorschriften verschanzen musste, nur weil er zu feige war, mir ins Gesicht zu sagen, dass er mich nicht in seinem Laden haben wollte, verdiente kein Mitleid. Mitleid war für Schwächlinge.
Ich sah Webster fest in die Augen und streckte ihm die Hand über den Tisch hinweg entgegen.